Hallo und herzlich willkommen, Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu NHL 21, zu der DEL Season mit den Fishtown Pinguins. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut, ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg auswärts am letzten Spieltag gegen Mannheim versuchen wir heute zu Hause auch wieder 3 Punkte zu holen gegen unseren Gegner aus dem wunderschönen Augsburg. Mal schauen wir mal, ob mir das gelingen wird. So, das Pulli gewinnen wir mal. So, der Maxi-Hoden, zieh du mal, zack, und nein, geht nicht ein. Mit Schwall. Übers Tor drüber. Aber wir haben schon wieder, wir haben schon wieder. Augsburg ist gefährlich, der Panther ist nämlich sau gefährlich. So, jetzt. Nein. Geht sie nicht aus. Da sieht man den Topstalker der Augsburger Panthers, haben wir im Büch gesehen. Auch nicht, wie man nicht, das war jetzt das Ding, was reingeht. So, jetzt hat. Auf geht's. Bremerhaven. Auf geht's. Jawohl. Vor unserer Nummer 50, das 1 zu 0 vom Albert. Und es wird nicht das letzte sein, was heute am Abend fällt. Scored by number 50, assisted by number 32. Time of the goal, 17 minutes, 3 seconds.
So, auf geht's. Da durch, durch die Reihen, durch der Augsburger. Und vielleicht, dass nur Schwarz hergeht. Bremerhaven, 75 Punkte. Tabellenführer. Wo ist er hingekernt? Und noch 2 Monate und dann ist der Pott zumindest virtuell in Bremerhaven. Wo hat der Pott hingehört? So, zweites Drittel. Schön angefangen vom Stars. Das klopft der Mannheim, der Augsburger mit dem Schläger. Sieht jemand. Geben. So, jetzt, auf geht's. Kämpf schon, Jungs, kämpf schon, Mauermann. Und macht das Tor, das 2:0 gegen Augsburg. So, jetzt hat. Ah, nicht. Irgendwie so langsam wirkt es jetzt so Slow-Mo-mäßig. So, jetzt hat er. Christian, zack. Nein, geht auch nicht. Man.
Fans, tonight, the home team lunch is dropping $50 gift certificates to Delmon's. Proud sponsor of tonight's game, with 70 stores and 14 restaurants, Delmon's has it all. Letztes entscheidendes Drittel, meine lieben Sportsfreunde. Vor der 2-Tor-Führung. Mauermann. Macht's auch nicht, ist 3-0. So, jetzt hat Kim schon Spitzing frei, Jungs. Auch nicht. So, Wall. Corey, auch nicht. So, Maxe. Auf geht's, Mauermann. Auf's das. Jetzt komm schon. Auch nicht. Jawohl. Nein, weg von unserem Dorf, weg von unserem Tor. Das ist unser Tor. Für das, dass wir eigentlich schlecht in die Season gestartet sind, sind wir eigentlich jetzt schon wieder Tabellenführer, gell? Jawohl, eine Minute noch. Eine knappe Minute noch. Meine lieben Sportsfreunde, dann heißt Sieg wieder mal für Bremerhaven. Und Shootout für unseren Goalie. Gasttor leer. Gefährlich. Wenn da steht Gasttor leer, dann ist immer gefährlich. Dass Augsburg nur ein Tor kriegt. Und zwar von unserer Nummer 91. Vom Miha. Aber wir tuten auch schon mit 2-0 hinten ein Torwart außer. Gerade der Co-Coach war ja so behindert im Wissen im Kopf. Sieben Eisen nur auf der Uhr und wir haben
abseits von die Augsburger. Und somit Ende und Sieg für Bremerhaven. Ein Star, kein Tor, okay. Dann haben wir einen zweiten Star. Jetzt, also jetzt haben wir zwei Tore, keine Assists und keine Checks, so würde ich sagen. Und den dritten Star, drei Tore. Oh, drei Stars, drei Tore, drei. Drei Stars, drei Tore, ein Assist. So wollte ich das sagen. Drei Stars, drei Tore, ein Assist. Kein Overtime haben wir gehabt, einen Sieg haben wir gehabt. Mit 3:0. Und somit drei weitere Punkte. Und wir haben unsere Tabellenführung weiter ausgebaut. Nächstes Spiel gegen München. Jetzt muss ich gerade schauen. Man kann dann ja die Tabelle wieder ein bisschen interessanter gestalten. Wenn es schon gegen München geht. Wir haben es jetzt da eh auf 3 eingestellt. Probieren wir mal auf 4. Probieren wir mal auf 4. Wie es mal wieder geht. So. Nächstes Spiel, 16. Jänner, München. Die Tabelle schaut aus. Die Fischtauners, die Adler, die Grizzlies, Schwenningen, die Haie, Düsseldorf, die Bullen aus München, die Tigers aus Straubing, Ingolstadt, die Pinguins aus Krefeld, die Eisbären aus Berlin, dann die Roosters aus Iserlohn, die Tigers aus Nürnberg und die Panthers aus Augsburg. So schaut's aus im Eishockey DEL-Haus. Spieltag 37 Uhr. Weit ist nimmer bis zum Spieltag 52 und im Playoffs. Weit, relativ. Dies war's jetzt gewesen, meine Sportsfreunde, für diesen Spieltag auch. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Dann würde ich mich ganz recht über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar. Natürlich auch, wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass, wenn es hier mit den Fishtown Pinguins weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich euch noch bis zum nächsten Spieltag einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde,
Dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.